Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Tja, ein Tag vor Mittwoch baue ich dieses Video. Mittwoch ist nicht nur der Tag, wo das Video kommt, sondern ist auch der Tag, wo der neue Patch kommt, 9.15. Bin ja mal sehr gespannt, was das. Also ich habe es mir überflogen, aber was ich ja zum Beispiel ziemlich geil finde, ist, dass die reinbasteln, dass du jetzt EP-Boni kriegst, wenn du irgendwie deine Fahrzeuge richtig gruppierst, ja, gleicher Klassen fährst, und dass du EP-Strafen kriegst, wenn irgendwelche Idioten mit irgendwelchen Tier 2s in Tier 10 mitkommen und so eine Geschichten. Denn darüber passiert nicht so häufig, aber darüber habe ich mich schon mal sehr geärgert. Vielleicht kriegt man die Leute so. Naja, wobei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, was mache ich denn für ein Video, was mich so richtig interessiert. Was so richtig um einen Tank geht, der in aller Munde ist. Was kann man da eher nehmen als den Type 59? Type 59 ist immer wieder Diskussionen, wenn wir irgendwie zusammen, in der Garage waren oder irgendwie gespielt haben, und dann kommt immer die Diskussion auf, ja, wenn der Type 59 nochmal kommt, den kaufe ich mir auf jeden Fall, da gebe ich auf jeden Fall 150 Euro aus und hier, und ich denke mir immer so, Delgarin hat den ja gehabt und der sagt ja immer, der ist so totgenervt worden, der ist total scheiße, und dann habe ich mal, also das ist nebenbei nicht der Type 59, den ihr hier bei mir seht, sondern das ist der WZ-132, sein chinesischer kleiner Bruder. Light, der andere ist Med. Habe ich mir überlegt, durchforste doch mal bei Watch Replays und bei Quickie Baby, was da so für geile Type 59 Videos drin sind. Und siehe da, es gibt durchaus Leute, die den Type 59 immer noch fahren. Und die ihn ziemlich geil fahren. Und das, dann bin ich irgendwie hängen geblieben bei dem einen Video und dann dachte ich so, ach geil, auch geiles Finale. Das mache ich mal Mittwoch, weil da habe ich Spaß dran und ich finde den Type 59 grundsätzlich geil. Aber ich würde, meine Schmerzgrenze wäre bei 50 Euro, sage ich mal. Mehr wäre mir jetzt also nicht wert, unbedingt. Aber ich habe auch so viele Goldtanks, ihr wisst, da muss ich mir jetzt nicht noch, selbst wenn er kommen würde irgendwann mal wieder, was ich nicht glaube, müsste ich mir jetzt nicht auch noch den Type 59 in den Garage stellen. Also, wir schalten mal in das Replay und ja. Noch was anderes? Altes Live macht Spaß, absolut. Ich habe auch richtig geile Sachen zusammen. Ich muss die jetzt bloß noch zusammenschnibbeln. Es dauert ein bisschen, aber ich sag mal, ich habe da einen gewissen Anspruch an mich und ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwas hinzurotzen und ich will das irgendwie auch vernünftig machen und selber Spaß haben, mir das anzugucken. Denn sonst wäre es blöd. Also, Replay jetzt vom Type 59 in Action. Bis gleich. Und da sind wir schon auf der geilen Map Steppen. Mag ich sehr die Map, weil sie ist irgendwie, ich finde, sie ist eine coole Map. Jo, der Kollege Slesina, wahrscheinlich ein Pole, ich weiß es nicht, vom Clan Orzi, fährt seinen Type 59 anscheinend relativ gut, weil er hat einfach mal drei Gunmarks auf seinem Gerät. Und das ist ja schon mal eine Ansage. Ja, ich würde mal sagen, selbst auf dem Type 59 nicht so easy peasy lemon squeezy. Jo, bidu. Also, was wird angefahren? Was natürlich mit dem Type 59 ganz geil ist, sind durch die beschränkte Gun Depression, ja, die jetzt also nicht so ultra mega riesig geil ist. Kill Nummer 1. Muss man halt schon immer so ein bisschen überlegen, wie man sich stellt, ne? Guckt mal, also hier, also ist ja jetzt kein Gun Depression Wunder, aber gut, es reicht noch. Aber durch den harten Helm, ne? Also Wasser kann, ist gut um Ecken rum glupschen, um an Hügeln irgendwie so mit dem Helm arbeiten, so eine Geschichte, wie er jetzt hier macht, ne? Also wie er sich hier sehr anstellt, ist das, wie man den Type 59 sehr gut fahren kann. Aber ja, genauso gut wie er einen geilen Helm hat, hat der gegnerische Type 59 natürlich auch einen Helm. Und da kommt dann natürlich, wenn man die Luke nicht trifft und die ist jetzt nicht so mörder-ultra groß, kommt natürlich auch nicht so richtig viel durch. Mir fällt gerade auf, den sechsten Sinn, den wollen wir nicht mehr vom Commander zeigen. Ne, nehmen wir wieder Glühbirne. Alles klar. Type 59 hat auch keinen Bock mehr zu leben. Nee, komm, so what? Was soll ich hier noch sagen? Ich bin Type 59 und ja. Nebenbei, weiß gar nicht, ob das so schlau war. Ich glaube, ich würde freiwillig einem Gegner nicht mein Heck zudrehen, solange der noch am Leben ist. Vielleicht hat er gedacht, dass der irgendwie schneller stirbt, aber
Ich hätte das, glaube ich. Naja, das ist so ein Move, glaube ich, gewesen. Schon mal im Wegfahren nochmal schießen. Aber dann Motor und Repkit verballert, ist schon tendenziell ein bisschen blöde in den ersten Anfangsminuten. Naja. Ja, gucken wir auf die Minimap. Was passiert da? Die Mitte pusht. Links sieht es auch nicht so besonders gut aus. Ja, da kann man hier noch ein bisschen snipen. Aber, tja. Da gibt es eigentlich, ja, man kann in der Situation, was würde man in der Situation machen können? Du kannst jetzt entweder pokern und sagen, der ist ja auch geil, der war jetzt in meinen Augen nicht mehr wirklich drin. Also der war ja crazy, crazy geflogen auf jeden Fall. Sehr schön, nochmal blind geschossen. Also die Gun ist auch vom Type 59 nicht so schlimm. Auf jeden Fall überhaupt gar nicht so schlimm. Also, und, oh, wieder der Klassiker. 81, glaube ich, Penetration, ne? Oh, ja. 81 Penetration. Ja, auf dem Zerner natürlich kann man knicken. Der ist kacke. Der ist, ja. Selbst mit Gold. Er ist auch mal scheiße mit dem Buschwerk hier irgendwie. Hallo. Wo geht denn der Schuss durch? Wo? Man sieht ja überhaupt nichts. Jetzt kann man. Kann man klicken. Knicken, nicht klicken. Ja, Minimap geguckt. Also 34, 34, 100. Wusel dadurch. Da, ja. Durch sind sie. Ich sag mal so, durch sind sie. Also das, ja. Ehrlich gesagt, naja, doch. Wahrscheinlich Überblick, IS-3, Oni kümmern sich um den Rest da hinten und er bekämpft weiter hier den Kollegen IS-3. Hätte ich jetzt auch gemacht, Gold geladen. Denn deutlich mehr Spaß mit einer 241er Penetration, mit einer IS-3 zu spielen. Ja, der 34-100 bestraft ihn jetzt dafür, dass er, ja, dass er irgendwie ihn nicht gekillt hat und sich nicht um ihn gekümmert hat. Aber ja, läuft bei ihm, läuft bei ihm. Auch schön wieder zurückgeschaltet von Gold auf Normalmuni. So soll es sein, denn er. Ich denke, er könnte die noch gebrauchen. Durchaus. Ja gut, der T34-100 ist dort jetzt absolut verratzt. Was soll der da noch machen? Der kämpft mit einem Type 59 und einer IS-3 und einem Oni. Also da kannst du knicken. Ja, sieht aber so ultra-rosig sah es die ganze Zeit überhaupt gar nicht aus. Ne? Also da ist immer noch der Kernavon oder Cernavon, an den sich keiner rantraut. Ja, war schon ein bisschen dämlich. IS-3 und Oni. Könnten den ja so ein bisschen rushen, könnten die den ja schon. Und so kann der die jetzt da irgendwie fröhlich besnipen. Da bringt es auch nicht wirklich. Naja, Thema besnipen. Guckt mal auf den Cap. 3, 2, 1. Geil. Schon mal eine geile Situation hier irgendwie. Mal die Cappen, aber einfach mal spät die Cappen. Was geht? So. Erstaunlich, 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 aber auch einen kleiner T43 kann einfach mal einen Schuss mit den Ketten fressen. Läuft bei ihm. Tja, und jetzt sehen wir auch genau das, was ich meinte. Nee, was meinte ich denn eigentlich? Keine Ahnung, was ich meinte. Ja, richtig. Jetzt sehen wir genau das, was ich meinte. Es ist halt, verlierst du dein Repkit irgendwie gleich am Anfang durch eine unvorsichtige Aktion, hast du natürlich Arschkarte irgendwie, wenn du es dann noch brauchst. Und jetzt eben hätte er es durchaus brauchen können. Denn, ja, 112. Er war jetzt eben gar nicht so ungefährlich. Aber 13 zu 13 damit mit dieser gewagten und mutigen Aktion. Sind übrig noch eine IS-3, die, sagen wir es mal, so, die das Spiel erst begonnen hat und noch nicht so viel auf dem Kasten hat. Und ein Carnarvon, der einfach ein kackfester Gegner ist. Also ein sehr hartes Ziel. Und er ist One-Shot. Er ist für alles und jeden One-Shot. Und da hilft ihm auch sein Sushi, was er dabei hat, nicht wirklich. Und was kannst du jetzt machen in so einer Situation? Gut, du kannst den Tiger. Ja. Fährst du nicht im Zug mit den Leuten, kannst du dich eigentlich auf nichts verlassen. Also musst du auf Sichtweite spielen. Spielst du den Tank auf Sichtweite und lässt die Gegner kommen und hoffst, dass du sie früher aufmachst, als sie dich aufmachen. Weiterhin macht er sehr schlau. Er ist One-Shot.
Und der Tiger ist es nicht. Und deswegen benutzt er den Tiger jetzt hier als lebenden Spotter und kämpft sozusagen, kämpft von hinten gegen die IS-3. Und das Ganze, sage ich mal, hoffentlich bevor der Tiger tot ist, denn nur ein Teammate, was noch lebt, ist ein gutes Teammate. Ja. Jetzt haben wir gerade mal schön gesehen, IS-3. IS-3 ist halt auch mit Gold nicht aus jeder Situation zu penetrieren, weil irgendwie ekliger Tank. Tja, da schmilzt sie dahin, die Goldmuni. Aber zum Glück trifft hier jeder Schuss und die IS-3 zieht sich zwar zurück, aber na gut, das hat jetzt wenig Wert. Ein Glück, ich sag's mal, ein Glück haben die Schüsse hier noch wirken können. Denn, tja, Kanavon ist immer noch da. Der Tiger 2 ist auch noch da, aber ich sag's euch, nicht mehr lange. Denn, Kanaman ist natürlich. Ja, ist nicht so easy peasy. Tja, was in der Situation jetzt? 14 zu 14. Der Kanaman hat 4 Kills. Der hat jetzt also auch nicht schlecht gearbeitet. Er hat 4000 Schaden, 7 Kills. Da gilt nur die Devise, die ich dann immer propagiere. Man muss einfach mal eiskalt an einer anderen Stelle rauskommen, als dort, wo man das letzte Mal offen war. Weil man muss jetzt taktisch den Gegner verwirren. Denn der kann ihn praktisch totspucken. Und da ist das. Ah, ich persönlich wäre jetzt vielleicht noch ein Ticken weiter weggefahren. Aber er macht das schon ganz schlau. Er benutzt das Gebüsch hier, um den zu spotten. Funktioniert aber nicht. Ah, und jetzt fährt. Fährt dann nicht übers offene Feld. Weil. Okay. Braucht er jetzt auch nicht mehr, weil er sieht, dass der cappt. Aber. Keine Goldmuni mehr? Geht. Geht, geht. Aber. Wenn man zu der. Nein, ich will hier keinen anhalten, viel Goldmuni mitzunehmen. Aber. Tja. Da wünscht man sich dann, dass man nicht auf die IS-3 so viel Gold geschossen hätte schießen müssen. Aber es gibt ja vielleicht ein Happy End. So, Busch nehmen, spotten. Er ist nicht offen, er ist nicht offen, er ist nicht offen. Aber die Gun Depression reicht nicht! Und er ist offen. Ätzend. Ätzend. Ein relativ gewagter Snapshot in meinen Augen. Also gewagt im Sinne von, er hat jetzt ja nicht tonnenweise Ammo noch. Knifflig. Knifflig, knifflig, knifflig. Weiter nach dem Thema. Nach der Devise. Poppst du woanders raus? Als der dich das letzte Mal gesehen hat, hast du die größte Chance zu überraschen, ne? Von der Seite zu schießen. Denn der Cap ist mittlerweile ausgegangen. Und der Kollege sagt sich auch: ich komme ihn jetzt mal holen. Ja, sehr schön. Zielt nicht zu ihm. Frag mich aber auch, was der gedacht hat, wo der hingegangen ist. Nach rechts? Weg? Da lang? Ich meine, da lang? Hä? Voll unlogisch. Warum sollte der. Naja, wo? Na, nee. Hätte ich nicht angenommen. Hätte ich nicht angenommen. Ja, zwei Schuss hat er ja noch. Läuft für ihn. Das ist echt jetzt echt geschmeidige Situation. Also eigentlich will man sowas nicht erleben. Man ist. Jeder ist für jeden One-Shot. Und, ich weiß nicht, was der Kernemann so an Gun Depression hat. Weiß auch nicht, was er da jetzt. Er kann sich jetzt auch nicht mehr. Keinen Rumgeballer mehr erlauben oder irgendwas ausprobieren. Er hat definitiv noch zwei Schuss und, ja. 277. Also, 277, da kann er ihn one-shotten. Sidescrapen bergab. Alter, ey. Ist schon Kacke. Er möchte ihn in seine Haut stecken, weil da muss jeder schon sitzen. Oh, und er bounced. Und er bounced. Tja, die letzte HE. Hammer. 5000 Schaden. Einfach mal 5000 Schaden gemacht. Und mal geschmeidige 8 Kills hier rausgerotzt. Aber schon. Hätte auch anders ausgehen können. Durchaus. Total anders ausgehen können.
Aber gucken wir uns mal an in den Postgame-Stats, was da so alles bei rumgekommen ist. Auf jeden Fall, ja, ich fand es schon, man merkt, dass er 3 Sterne auf dem Tank hat, weil der hat ja schon gewusst, wo wie zu winkeln und wann der Helm bouncen kann und so. Nette Runde, fand ich zumindest. Auswertung. Auswertung. Jawollo, da sind wir. Naja, das war ja irgendwo klar, dass er das Ding damit gemastert hatte. 150.000 Brutto-Credits kriegt er daraus. Alter Falter und 2900 XP. Er hat die Radleys bekommen. Er hat die Fadins bekommen. Er hat den Spartaner bekommen. Wegen des mysteriösen Abprallers. Piu, wir erinnern uns. Er hat den Defender bekommen. Er hat High-Kaliber und Top Gun bekommen. Und ja. Steht natürlich on top of the list, ohne Frage, mit seinen 8 Kills und 5400 Schaden. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und trotz des Goldgespammes, ja, Gespammer, also trotz des Goldbenutzens, hat er irgendwie am Ende noch 61.000 Credits herausbekommen. Und ja, hier sehen wir auch nochmal, warum er so viel XP bekommen hat, was da alles noch dabei war. Erstaunlich, 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 erstaunlich. Nee, geile Runde auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Runde. Und ich sag mal so, die Radleys und die Fadins und auch den Spartaner, so in dieser Kombination, hat man ja auch nicht alle Tage. Also war bestimmt auch für den Slesina vom Clan der Orsis eine ordentliche Runde, eine ordentliche Runde. Jo, was ist noch zu sagen? Ja, sagte ich schon, dass Altes immer noch Spaß macht und wir auf dem KBS-Server richtig, ich könnte fast sagen, wir beginnen Freundschaften zu schließen und das bilden sich, wir kommen immer mehr rein und kriegen langsam einen Plan, was man da so machen muss und so. Das ist ja voll mein Ding, macht ja Spaß ohne Ende. Ja, da kommt demnächst auch mehr, aber ich will das, wie gesagt, nicht so hinrotzen, sondern das muss vernünftig sein. Außerdem machen wir heute mal Nachwuchsförderung. Wenn ihr Lust habt, dann guckt doch mal auf den Kanal, auf den YouTube-Kanal vom Gamer HD TV, ob euch das gefällt, was ihr dort seht. Da würde ich mich drüber freuen, wenn er sich freut und alle freuen sich und alle haben sich lieb. Ja, so ist das. Hat er doch noch gar keinen Kaffee heute. Naja, macht ja nichts. Würde mal sagen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.